Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und immer von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Ja, heute an Bord der Alex. Alex, schön, dass du da bist. Hi. Und die Bettina, eigentlich Ladies First, aber schön, dass du da bist, Bettina. Herzlich willkommen. Ich verzeih's dir. Hallo, Prost. Prost. Ja, wir wollen heute über einen wunderbaren Segelturm plaudern. Bettina, wir waren letztes Jahr in Schweden. Es war großartig. Es war super. Es war sowas von großartig. Wo in Schweden? Wir waren in den Westskären, also vor Stockholm, Schärengarten vor Stockholm. Waren eine Woche unterwegs mit einer Bavaria 46 Cruiser. Mit einer wunderbaren, super tollen Badeplattform hinten dran. Also Badeurlaub. Ja, Pustekuchen. Also ich für meinen Teil war ja nie im Wasser, aber es gab Crewmitglieder, die sind jeden Tag ins Wasser und es gab gellende Schreie. Kalt! Halt! Sechs Damen. Ach komm, das ist ja nicht der Ernst. Klaus war der Quotenmann. Ich war der Quotenmann an Bord. Das war wirklich sehr lustig, weil ich bin mit Brigitte, meiner Frau, schon relativ früh zu der Marina, um das Schiff zu übernehmen. Und dann kamen unsere Gäste, fünf Damen. Die kamen so der Reihe nach, kamen die eingetröpselt. Und unser Schiff war das größte und deswegen weit draußen am Steg. Und deswegen sind die alle den ganzen Steg entlang. Und da waren noch vier, fünf andere Charterboote. Und irgendwann gehe ich zum Büro über den Steg und dann fragt mich wirklich einer von den Nachbarnbooten: Hey Skipper, where's your crew? Sag ich, this is my crew. Hey Skipper, six ladies. Yeah. Oh wow, you're crazy! No, what a lucky man I am. Da kommt der Neid durch, würde ich sagen. Er hat, wie gesagt, neidvolle Blicke geerntet. Das war ja Klaus. Fast klar. Aber man muss dazu sagen, Klaus hat auch jeden Morgen sich ums Frühstück gekümmert, hat Rührei mit Speck, hat den Damen das dann hinten auf dem Board dann kredenzt. Wunderbar. Großartig. So bin ich. Das kostet. Aber hallo. Wir waren auch gut versorgt. Wir hatten ausreichend zu essen und zu trinken dabei. Also wir sind auch nicht verhungert. Jetzt musst du die Geschichte vom Bier erzählen. Oh meine Güte. Also in der Vorbereitung des Turns habe ich immer per Mail rumgeschickt und habe gesagt, lasst uns bitte sowas grob zumindest wie einen Speiseplan für die Woche machen, weil Scheren da draußen ist nichts. Da gibt es keinen Supermarkt, da kann man nicht einkaufen. Also es ist schwierig. Das heißt, also wenn ich... Die Scheren sind dann was? Lauter kleine... Unbewohnte Inseln? Mehr oder weniger bewohnt. Ah, okay. Ja, sie sind klein, sie sind groß, da können ganze Dörfer drauf sein, da kann auch gar nichts drauf sein, da kann auch nur ein einziges Haus drauf sein. Aber es sind kleine Felseninseln und davon 23.000. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, da kann man sich auch ordentlich verfahren, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls im Vorfeld des Turns habe ich den Mädels immer Mails geschickt, lass uns so ganz grob bitte gucken, was gibt es zum Essen. Also, na, was machen wir am Montag, was machen wir am Dienstag, nur dass man... So ein bisschen einfach mit der Versorgung. Ja, da kam nichts. Das heißt, wir hatten keinen Speiseplan. Und dann habe ich die Mädels drei losgeschickt zum Einkaufen. Die sind dann mit dem Taxi los zum nahegelegenen Supermarkt, während wir halt das Schiff noch vorbereitet haben. 2,5 Stunden später kamen zwei Taxen an, voll beladen bis unter die Decke. Die Damen. Ich muss dazu sagen, wir hatten Hunger und Durst. Viel anscheinend. Viel Hunger und ganz viel Durst. Und vor den Scheren, wir hatten ja die Ansage, da gibt es ja nichts. Also verhungern und verdursten wollte ich dann eben da nicht. Wein in rauen Mengen, Bier. Also ich habe ja viele Männer-Turns in Kroatien schon gemacht, aber so viel Bier hatten wir noch nie an Bord. Da muss ich zur Ehrenrettung sagen, also ich trinke gerne Bier und sie haben mich alle verlassen. Also sie sind alle spontan umgestiegen auf Wein und ich war die Ärmste, die da denn fast den ganzen Biervorrat alleine trinken musste. Mir nicht ganz gelungen ist. Komm, wir haben aber jedes Mal ein Anlegebier und jedes Mal ein Ankerbier getrunken. Genau.
Aber es war schön, weil es haben sich dann auf, als wir wieder zurück waren in unserem Heimathafen, alle gefreut. Das war großartig. Ja. Das war großartig. Da, wir hatten am letzten Tag, weil eben so wahnsinnig viel gekauft wurde, also zwei Taxen voll mit Lebensmitteln. Wir waren bestens versorgt, aber wir hatten so viel übrig. Und als wir wieder zurückkamen, also am Ende des Turns, sind zwei Mädels mit Paletten Bierdosen über den Steg. Und dann kamen ja die anderen Crews auch an, die anderen Charterschiffe. Und die Mädels sind auf jedes Schiff und sind auf jedem Schiff aber sowas von herzhaft und herzlich begrüßt worden. Und dann haben wir den Spruch gepflegt, so macht man Weltfrieden. Das war dein Spruch, weil es waren großartige Szenen, Verbrüderungsszenen in aller Couleur auf dieser Marina. Und wie gesagt, Klaus kam von dem Tiefsten dieses Bootes, guckte nach oben und sagte, so wird Weltfrieden gemacht. Jedes Schiff und dann alle haben begrüßt, hey, great. Ja, die Italiener waren dabei, das war ganz hervorragend. Die hatten bei uns noch, was hat er gesagt, Reis hat er gekriegt, Nudeln hat er gekriegt, Käse hat er gekriegt, irgendwas hat ihm noch gefehlt, dann hat er Risotto gemacht. Hat er alles von uns von Bord gekriegt, weil wir so bestens ausgestattet waren. Respekt, eingekauft für 5 Wochen. Aber hallo, wir hätten problemlos ans Nordkap und zurücksegeln können und das wäre immer noch was übrig gewesen. Das Nordkap würde ich jetzt mal als Übertreibung sehen, aber es hätte noch mal für 1 Woche gelangt. Seemänner übertreiben nicht, Bettina. Nein, stimmt, ich vergaß. Seemannsgarn, da war was. Müssen wir noch mal drüber reden. Das wäre übrigens mal eine neue Podcast-Folge. Apropos Podcast-Folge. Seemannsgarn. Ich würde gerne über die Schubkarre reden. Die Schubkarre? Die Schubkarre. Wo du mich mit der Schubkarre von Bord geschoben hast. Also es ist schon sehr heftig und sehr derb, wenn der Skipper seine Crewmitglieder mit der Schubkarre über die Kaimauer fährt. Aber da machen wir eine Extra-Folge. Da machen wir gerne eine Extra-Folge. Extra-Folge, genau. Die Schubkarre. Die Schubkarre wird nochmal. Das ist ja vom Titel. Wir verraten schon so toll. Ja. Mhm. Okay, also. Es wird eine nächste Episode. Also ihr müsst leider nochmal mithören. Ja, unbedingt. Hm. Ja, aber damit wir mal wissen, wo wir waren, oder? Das wäre ganz interessant, weil. Ihr wart ja nicht nur im Hafen und habt Dosenbier verteilt und so. Oder was? Nein, oh. wir sind tatsächlich ausgelaufen. Also ich muss dazu gestehen oder dazu erzählen, man hat mir im Vorfeld hat man mir sehr wilde Geschichten von der Navigation in den schwedischen Schären erzählt. Viele Inseln, alle schauen gleich aus. Und es gibt dort übrigens auch etwas sehr Lustiges, das nennen die Schweden Kummel. Kümmel. Kummel. Kummel. Ach, Kummel. Kummel. Was ist Kummel? Eine Kummel ist ein Seezeichen, aber kein offizielles. Was? Eine Kummel ist ein Seezeichen, aber kein offizielles. Also es gibt Tonnen, Rot, Grün und genau, Kardinalszeichen genau. Und solche Sachen. Eine Kummel ist ein Seezeichen, aber eben kein offizielles. Das heißt, die Leute, die da in den Schweden mit den Booten unterwegs sind, die machen sich halt irgendwo Markierungen. Eine Kummel kann sein ein angemalter Fels. Eine Kummel kann sein eine geschnitzte Figur. Eine Kummel kann sein ein Steinhaufen. Also alles Mögliche. Alles Mögliche. Du musst sehr fantasievoll sein. Und wenn du irgendwas in dieser wirklich grandiosen Natur entdeckst, wo du sagst, das ist jetzt nicht 100% natürlich, dann ist es wahrscheinlich eine Kummel. Ja, aber jetzt denke ich mal ganz verquer. Da gehe ich in den Schären auf einer Insel spazieren und baue ein Steinmännchen. Und am nächsten Tag sinkt ein Frachter. Das könnte zusammenhängen, Alex. Oh, verdammt. Aber wo waren Alex, wir unterwegs? Alex, dann bist du schuld, ne? Ja, dann, wie immer bin ich dann schuld. War gut. Klar. Also da hat man mich sehr vorgewarnt. Deswegen habe ich also jeden Morgen eine sehr ausgiebige Passage Planning gemacht und habe da die ganzen Routen, die Entfernungen, die Kurse und die entsprechenden Navigation. Ich grätsch da jetzt mal rein. Ja, klar. Er war wirklich 1 Stunde, 1,5 Stunden, wie gesagt, hochkonzentriert, malte auf irgendwelchen Karten rum oder auch nicht und schrieb sich das alles auf. Wir kamen zurück in einem Turn. Der Mann von der Werft, wie auch immer er heißen mag, ich habe den Namen vergessen, sagt er dann, sowas hat er noch nie gesehen. Aber ich wusste nur ein einziges Mal für 5 Minuten nicht ganz genau, wo ich bin. Nur ein einziges Mal. Also ich habe mich total, wir haben uns nicht verfahren, weil da hatte ich echt einen Horror davor, weil also in den Schweden, in den schwedischen Schären, ich würde wirklich sagen, eine Seemeile, wo du nicht wirklich aufpasst und dann ist vorbei, dann bist du verloren, weil alles sieht gleich aus und du weißt nicht mehr, wo du bist. Ja, wunderbar. Es ist geil. Ja, wo waren wir denn eigentlich? Wir sind losgefahren in einem Ort, der hieß, oh Bettina, hilf mir, Saltsjö-Dufnes. Mach's doch einfach, Stockholm. In der Nähe von Stockholm. Südlich von Stockholm gibt es eine große Bucht, die heißt Saltsjö-Dufnes. Da sind wir los.
Wir sind dann durch einen Kanal in das Hauptfahrwasser von Stockholm raus auf die Ostsee und sind dort in einen wunderschönen Ort, der hieß... Ja, genau, so hieß er. Mhm. Oh Gott, jetzt wissen wir nicht mehr, wie der schöne Ort hieß. Wie Nein. peinlich. Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste jetzt eine Karte haben. Oh Gott. Es war ein schöner Hafen, es war eine schöne Bucht, es war unser erster Ankerplatz. Es kam noch ein anderer Mann vorbei, ein anderer Skipper, der auch neidisch war. Es ist ein Touristenort. Ja, geht's noch? Oh, wir wissen es gerade nicht. Egal. Es fällt uns gleich ein. Dort sind wir durch. Wunderschön. Weiter raus in die Scheren und haben uns eine kleine Insel gesucht, wo ich ankern wollte. An dem ersten Ankerplatz, wo ich hin wollte, lag schon einer. Da hat man keinen Platz mehr. Die Alternative war schön. Der Anker hat super gehalten. Allerdings, gerade war der Motor aus. Wir wollten schon das Anlegerbier trinken. Kam ein Taxiboot Full Speed um die Ecke und fuhr irgendwie 10 Meter an uns vorbei und hat eine riesen Schwellverursachung gesagt, wenn es die ganze Nacht so geht, das können wir knicken. Dann sind wir also wieder los und ich mach's kurz. Wir haben 1,5 Stunden Ankerplatz gesucht und sind am Ende des Tages an einem Steg gelandet. Aber an der Stelle würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Es gibt einen weiteren Podcast, wo wir weiter über Schweden plaudern. Bettina, schön, dass du da warst. Wir werden weiter über Schweden plaudern. Alex, dir werden wir weiter berichten. Es gibt eine Fortsetzung. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und eine gute Zeit. Ja, danke schön und dann bis später.